gleich nochmal sich richtig zu Hause fühlen lassen, denn ja, ich hab's ja gesagt, Einstieg. Ratatatak, also hier, die Nitro Girls, dreimal versprochen, dreimal kommen sie auch. Jetzt kommen sie einmal zum Zuge. Also das hat jetzt nichts mit dem Nitro Club zu tun. Es hat ja was mit Chris Jericho zu tun, na ohne Frage. Hier ist der Einzige, der Wahre, der Größte, der... Ach, hier ist es schon. Hier ist der Chris Jericho. Wants you Brown to want will. Me, dass ihr mich wollt. Ja! Yeah! Und hört deutlich, Texas liebt. Und wie viele Ralphus-Fans es da gibt. Das sind die Ralphus sozusagen. Bad News Bears played their fateful game right here in the Astrodome. Vor kurzer Zeit haben genau hier im Astrodome jemand der Bringer der schlechten Nachricht ihr Spiel hier gespielt. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass ich diesen dreckigen Texan, Bobby Duncan Jr., besiegt habe. Why? Warum? Because I hate Cowboys. Cowboys hasse. In turn means all of you faithful Jerichoholics also hate Cowboys. Gläubigen Jerichoholics Cowboys ebenso hassen werdet. Ich bin kein Jerichoholic, Frechheit, das Schild. Weg da mit dem Schild. Bobby Duncan Jr. is from Texas. Bobby Duncan Jr. ist aus Texas. Tonight, due to all of the wonderful people here, heute, wie all der wunderbaren Menschen, die mich als ihren Held ansehen. Ihr Tugendboys. And the true hometown hero. Bin ich heute der wahre Hometown Hero, y'all. Das musste mal gesagt werden in all der Deutlichkeit. Stimmt. Bilden Sie sich auch ein, die Texaner. Ja, Cowboy das toll finden. Kann gar nicht sein. Da stecke ich jetzt ein bisschen im Zwiespalt drin, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß. Aber trotzdem. Die Bindung zu Jericho ist eben stärker. Bobby Duncan Jr. auf jeden Fall. Er auf dem Weg zum Ring. Ja, jetzt will er sich noch eine peinliche Panne einfangen. Soll er? Es ist kein Texas Rock Match, liebe Fans. Auch wenn der Cowboy dieses Seil mit dabei hat. Zu Lebzeiten ein aufrechter Texaner. Schwarze Stiefel, schwarze Jacke, schwarzer Hut, schwarze Zähne, nee. Nein, das nicht. Das ist Ralph, ist dann eher. No, Kautabak, no, weiß ich nicht. Nee, ist er nicht. Ja, Ralph ist auf jeden Fall mit vielen, vielen Fans, kein Wunder. Und die Winde hier in Houston sind so schlimm, dass sogar Chris Jericho sowieso total durcheinander kam. Ich wollte gerade sagen, also ist unglaublich. Er hat ja auch beim Auftritt den Wind geprüft, ja. Wohin denn jetzt wieder die Haare wehen? Aber schön finde ich auf seiner Hose. Die Landkarte von Texas, ja, bei Chris Jericho deutlich zu erkennen, stilistisch etwas aufgepeppt. Ja. Wo ist er bitte was? Abstrahiert. Das sieht eher aus wie eine Karte von Mexiko. Das war nach der 5. Tequila. Nein, das sind einzelne Landstriche von Texas, dass die da, also, ja. Also, ach so, Dallas ja. County, Houston County. Ja, Vorarm jetzt von Bobby Duncan, der hat natürlich die simple Variante hier mit der weißen Landkarte von Texas auf der schwarzen Hose.
Und Chris Jericho, natürlich weiß er, was er seinen Fans in Texas schuldig ist. Deswegen lässt er auch dem Gegner jetzt mal die ersten zwei, drei Aktionen. Aber dann. Das Problem ist, viele Fans wissen nicht, was sie Chris Jericho schuldig sind, nämlich absoluten Gehorsam. Ihrem Tugendbold, ihrem Vorbild, ihrem Meister, ihrem Messias. Er hat gesagt, ihr glaubt an mich. Und also, wo der Glauben dann eine Rolle spielt, da ist ja alles andere nebensächlich. Ja, in Texas ist man tiefgläubig. Oh, schön gemacht von Chris Jericho. Clothesline, ganz glücklich. Chaka! Chris Jericho, du kannst es! Ja, nee, Racketacketack, das waren die Nitro Girls. Stimmt. Das war wieder was anderes. Ausheber. Und von. Nein. Konter. Und schöner Backsuplex. Ein wahrer Saigo-Suplex von Chris Jericho. Und es war ein dangerous Backdrop. Ja, um die Hüfte umgegriffen, ausgehoben, Saigo-Suplex. Der Mann kann einfach alles. Mexikanischen Stil, kanadischen Stil, ja. Amerikanischen ja, Stil. Ja, genau. Grönländischen Stil, ja. Auch den wäre heißt Stil, Mondstil. Sowieso, ja. Ja. Der kann sogar Stilmittel. Nein. Ja. Ist ja unglaublich, ey. Meistert alle Literation. Oh, bei uns. Schöner Somersault. Ein Verteidigungs-Somersault. Sieht man auch selten. Er kann sogar Eis abstehen. Das ist ja unglaublich, was der alles kann. Er kann alles. Er ist der wahre Meister aller Klassen. Ein bisschen stillos, was hier jetzt gerade Bobby Duncan Jr. macht. Ja, lässt sich hier feiern für diese eine Aktion. Finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Und liebe Fans, jawohl, wir stehen dazu. Es gibt immer wieder mal ein paar, die auf www.bofan.de schreiben, ihr seid so einseitig, was Chris Jericho angeht. Nein, sind wir nicht. Wir untertreiben, fand ich noch. De facto könnte man über diesen Mann ganze Sendungen reden. Aber es gibt ja auch manchmal noch andere Matches, die würdigen sollen. Müssen. Ja. Dürfen. Ja. So, auf jeden Fall. Kurze Auszeit. Natürlich muss sich auch der Meister ab und zu mal sammeln. Und sofort sind die Fans da, die spüren, dass er eine Unterstützung braucht. Slingshot. Jericho. Der Meister geht aufs dritte Seil. Meister. Ich meine, Mister. Das klingt fast wie bei Bezaubernde Genie. Das klingt ein bisschen auch wie bei Dracula. Mittel-Dropkick. Oder wie bei Frankenstein. Ich brauche ein Gehirn für meinen Meister. Ja. Das hat aber Kevin Sullivan gesagt. Eins, na, kick out. Oh. Das war Igor. Igor, der Schild. Igor. Nein, Igor. Igor Rovchanchin. So. Jericho also jetzt langsam setzt er nach, um hier diesem Drama ein Ende zu bereiten. Das ist ja schon ein Drama, wenn ein Texaner im eigenen Land vorgeführt wird. Ich sage immer nur, save the drama for your mama. Oder so. Abgetaucht unter der Klaus, ein Big Boot von Bobby Duncan Jr. Jericho, ja. Nimmt ihn. Oh, das ist ja ein versteckter Hinweis gewesen. Eins, zwei und Kickout. Sehr schön gemacht von Chris Jericho. War doch klar. Ja. Ich meine, bitte. Der Texas Bulldog kann auch in Texas nicht gegen einen weiten Texaner funktionieren. Stimmt. Whip in. Warte mal mit Booker T. Ich meine, du hast ja recht. Er ist ja eigentlich. Hat er eine Zeit seiner Kindheit in Texas verbracht? Genauer gesagt, Houston und Elbow. Eins, zwei. Wie lässig. Cool. Wie kraftsparend. Wie durchdacht. Bitte. Wie überlegen. Chris Jericho eben. Whip in von Bobby Duncan. Jericho geht in die Seile. Springt in die Lüfte. Oh, schön gemacht von Jericho. Er ließ sich auf die Knie fallen, um den Backdrop zu verhindern. Ausheber und Body Slam. Jetzt geht Bobby Duncan auf Top Rope. Nein, das ist eigentlich bei seiner Größe vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Die Luft ist dünn da oben in Texas. Ja, Ich dachte, Texas wäre flach. Ja, ist es ja auch. Ach so. Ich meine, da oben auf dem dritten Seil. Ist schon hoch. Sicherlich. Ist schon ein Berg in Texas. Ich meine, ja? Diese Winde hier. Na, logisch. Vertical Superplex von Jericho auf dem dritten Seil. Schön gemacht. Der zieht ihn durch. Und das muss es gewesen sein in Texas. Und eins und zwei und drei. Der Messias, er hat gesiegt. Und eins und zwei und drei. Was ist denn da mit dem Referee los, liebe Fans? Sogar beim Match of the Week müssen wir solche Fehlleistungen hier leider ab und zu ertragen. Gut. Unglaublich. Da war scheinbar der Gegenwind zu stark von unten. So, Konter jetzt von Bobby Duncan Jr. Ja, das sieht so ein bisschen verzweifelt aus, was da der Texaner veranstaltet. Jetzt hier Backdrop-Möglichkeit für Jericho, jawohl. Schön verstreichen lassen, stattdessen Sunset Flip. Eins und zwei und drei. Klasse gemacht. Sehr, sehr gut mit einem astreinen, sauberen 1-2-3-Count. Chris Jericho, einmal mehr erfolgreich, liebe Fans, und wir haben es versprochen. Heute kommen die Nitro Girls nicht einmal, sie kommen nicht zweimal, nein, die Nitro Girls kommen heute Rakete-Tag dreimal! Ist doch kein Wunder bei Chris Jericho!